Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Im letzten Part haben wir uns hier auf der Baustelle ein bisschen weiter umgeschaut und haben natürlich sehr viel getan, um die 100% hier zu bekommen. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber ich weiß es nicht, ob wir die 100% noch bekommen können, weil wir beim letzten Mal in ein gewisses Gebiet nicht gekommen sind. Jetzt weiß ich nicht, ob da noch irgendwas war. Aber ich glaube, da waren ja nur solche Steinchen. Und da ich ja mittlerweile voll bin bei den Steinchen, ist das eigentlich ja kein Problem mehr. Oh, Gesicht, okay. Ah, Patrick Wenham. Sehr gut. Ich hoffe mal, dass da nicht so eine Marke war wie die hier gerade. Kann ich die bisschen... Kann ich die Teile schieben? Nee. Ich schätze mal, das muss ich dann mit dem Kran machen wahrscheinlich. Okay. So, sieht das schon mal ganz gut aus. Jetzt können wir mal hier weiter. Okay, ich denke aber mal, ich kann dann definitiv wieder zurück. Zerbrich alle Objekte. Mach mal. Oh yeah. Hier überall durch. Yeah. Jawoll. So macht das Spaß hier. Zerstörung pur. Jawoll. Okay. Sehr schön. Oh, was haben wir hier noch? Ah, das ist dann wahrscheinlich wieder so eine Baut. Wunderbar. Sehr schön. Und irgendwo muss ich aber noch was bauen. Kann man das wieder... Nee, kann man nicht kaputt machen. Wo ist dann das letzte, was ich bauen kann? Das ist dann wahrscheinlich drüben bei dem Kran, den ich jetzt bauen kann. So, hier habe ich ja dann erstmal alles erledigt. Bis auf das mit den Rohren, aber die kann ich irgendwie nicht bewegen. Ich kann die effektiv nicht bewegen. Nee, da kann ich machen, was ich will. Nee, da kann ich machen, was ich will. Vielleicht brauche ich dafür ja den Kran. Das kann ja alles sein. Das kann ja alles möglich sein. So. Oh, das sieht nach der letzten Baut aus. Ja, wunderbar. Und da haben wir die Polizeimärkte komplett. Sehr gut. Sehr geil. So. Hier alles kaputt machen. Sehr gut. Alter, wie viel man hier halt machen kann im Spiel. So. Ich schätze mal, der wird teuer sein. Der Superbau wäre doch jetzt was. 40.000. Die Dinger sind klasse. Ist nicht viel. So, 40.000. Aber hier gibt es wahrscheinlich noch ein paar Steinchen. Ja, was sehen wir denn da schon wieder? So, da mal kurz rein. Zack. Vielen Dank. Alles klar. So, und da kann ich auch nichts machen. Ja, wunderbar. So, dann bauen wir mal den Kran. Oh yeah. Du kannst dann den Kran steuern? Dann bewahr's es. Habe ich vor. Bring den Kran zu dem Gebäude da drüben. Hurtig. Sehr schön. Also die Rohre kann ich nur mit dem Kran bewegen. Das habe ich mir schon gedacht. So, dann mal schnell mit dem Kran dahin. Ning, ning. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Hey, langsam, langsam, langsam. So, schnell hier rüber da. Jawoll. So. Den Kran, um die Rohre anzuheben.
Ich könnte sie mit meinen bloßen Händen anheben. Genau. Natürlich könntest du das. Hey, ab in den richtigen Graben damit. Hammer, ja. Yeah. Keine Fehler. Jetzt. Die anderen. Ja, geil, Mann. Hingehen. Keine Sorge. Ich komme wieder. Stört dich hoffentlich nicht, dass der Kran weg ist, wenn du wiederkommst. Denn damit werde ich Rex hochgehen lassen mit dem sehr langen Arm des Gesetzes. Na, so schlecht war der nicht, oder? Wunderbarigst! Sehr gut, so. Haben wir hier das Tor aufgemacht und dann würde ich mal sagen, Tschüssikowski. Wir verabschieden uns mal und ich habe keine 100%. Mir fehlt eine Marke. Und die hat es wahrscheinlich da drüben gegeben. Du hast den Kran, Jimmy. Klasse. Rex wird begeistert sein. Ja, bringen wir das Ding zu Rex, wo immer er auch ist. Du bist mir ein Spaßvogel, Jimmy. Mit dem Kran haben wir was ganz anderes vor. Ich mach das Tor auf, damit du ihn hier rauskriegst. Ja, dann mach mal auf. Schade. Oh, Entschuldigung. Schade, keine 100%. Raus aus dem Kran, Jimmy! Klar, warte eine Sekunde. Hey! Danke, ich muss ihn nämlich zur Sternwarte fahren. Warte hier und pass auf, dass mir keiner folgt. Ich hab da so ein Gefühl, dass heute Nacht jemand versucht, die Gang zu unterwandern. Nein! Nein! Oh! Ist das... Triff mich da oben! In 10 Minuten! Was? Gut, gut! Ist das dumm? Verkleidungen sind genau mein Ding. Was ist das... Oh! Ausgerechnet heute habe ich meine Brille vergessen! Was ist das dumm? Ist das dumm? Alter! So, sehr schön hier. Ihr Polizeimarkenteil haben wir natürlich auch alle. Sehr geil. Oh yeah, jetzt haben wir mal einiges hier geschafft. Und eine einzige Marke fehlt uns. Das ist jetzt blöd. Jetzt hätten wir die 100% schaffen können. Naja, kann man wohl leider nichts machen. Auch wenn es ärgerlich ist. Ellie, bald müsste ich wissen, wo ihre Basis ist. Klasse, Chase. Woran hapert's denn noch? Mein Kontakt in Rex Gang hat vorher noch was bei der Sternwarte vor. Aber du kannst es Natalia schon mal sagen. Wenn Rex ihren Dad festhält, dann in der Basis. Gut, aber ich konnte sie bisher nicht erreichen. Sie ist es wohl leid zu hören, dass sie mit dem Hund rausgehen soll. Dann rufe ich sie später selbst an. Alles klar. So. Karte. Ah, darüber müssen wir. Alles klar. So, dann brauchen wir mal jemanden hier. Hallo? Hallo, Sie? Was habe ich jetzt getan? Was habe ich getan? Da, Sie bleiben Sie mal stehen. Sorry, das ist ein Notfall. So, vielen Dank. Vielen Dank. Sie sind sehr kooperativ. Vielen Dank, vielen Dank. So, grüß Gott. Hier, wunderbar. Hier, Slalom vorbeifahren. Ja. So macht man das. Augen zu im Straßenverkehr, meine Freunde. Ihr wisst Bescheid. So, immer schön gegen alles dagegen fahren. Das ist das Beste, was man im Straßenverkehr machen kann. Immer alles anrempeln. Ach was. Da brauchst du dir keine Gedanken machen.
So, wie weit... Ah, sehr schön, wir sind gleich da. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dich können wir mal... Zack, jawoll. Bisschen abseits des Kurses hier mal. So, ich will jetzt allerdings nicht, dass das ein neues... eine neue Mission wird. Das weiß ich ja jetzt nicht. Ob es eine neue Mission wird. Wir können ja mal hier hinschauen. Oh. Ah, wo... das war mal ein Auto. Ja, das war mal ein Auto. Definitiv, das war mal eins. Da kann man sich ja mir ein bisschen weiter umschauen. Können wir mal auf der Karte mal schauen hier, ne? Was wir da so alles noch haben, was wir aufdecken könnten. Oh, hi. Ist das, nein, ist die falsche Farbe. Hätte er sein können. Was ist das da hinten? Kann ich das... Achso, ah, okay. Das ist eine aktivierte Rufsäule. Oh, was ist das? Danke. Einfach mal ein Stückchen naschen. Warum nicht? Kann man aber machen. Wann geht's los? So, essen wir wieder was hier. Ja, ist es denn? Ja, ist das denn die Möglichkeit? Das ist die Möglichkeit. Das ist sie. Jetzt weiß ich halt nicht, ob ich hier einen super... Stein be- Hallo, Sie da vorne. Ihr sollt stehen bleiben. Du, bleib mal stehen da. Sorry, das ist ein Notfall. Oh yeah, und was für ein Notfall. Meine Schuld. So, ein bisschen Gas geben und rüber da. Yeah. Gebracht hat es mir nichts, aber gut, dass wir es getan haben, ne? Meine Schuld war das nicht. So, schauen wir mal. Vielleicht ist es ja gar keine neue Mission. Aber ich nehme es mal sehr stark an, dass es eine sein wird. Oh, was sehe ich denn da? Ein Superbau, den wir errichten können. Super Sandburg. Oh yeah. Das ist eine Sandburg. Oh, da kann man, mit der kann man sogar was machen. Okay. Sehr gut. So, gleich mal schauen, was wir da machen können. Aber vorher kriegen wir eine Nachricht. Bist du schon bei der Sternwarte, Chase? Fast. So, was haben wir da? Ah, ja, was versteckt hier. Jawohl. Ein Surfer. Sehr gut. So, wo ist denn jetzt... Die Limousine ist weg, oder? Ja, die Limousine ist weg. So. Ist hier nochmal irgendwo... Da kommt doch noch... Ja, hier, da kommt ein Eiswagen oder was das ist. Oh, guten Tag. Vielen Dank. Den Wagen hier vom Pizzalieferdienst hier, den nehmen wir natürlich gerne. Die Pizza wird auch gleich beschlagnahmt hier. Hier Kontrolle, ob die Lebensmittel alle frisch sind. Muss natürlich alles kontrolliert werden hier, sehr wichtig. So. Macht sich ja auch einen guten Eindruck, sage ich jetzt mal, wenn ich da oben jetzt mit einer frischen Pizza vorbeikomme. Das wird sicher teuer. Also ich denke mal sicherlich, dass das einen guten Eindruck macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo ein Chef wäre und sich jemand dann bei mir bewirbt und der zum Vorstellungsgespräch mit der Pizza kommt. Ja. Ich glaube, dass... ich glaube, wir werden sehr, sehr gute... sehr gut miteinander auskommen. Ja, rückwärts reinfahren, ja, jawohl.
Grüß Gott. Okay. Rex will, dass wir das Teleskop aus der Sternwarte klauen. Ja, Rex interessiert sich für, Astrologie? Ha! Ist sicher nicht für Rex, sondern für den alten Herrn, stimmt's? Stimmt. Den alten Herrn? Nun, worauf wartest du? Du hast doch diesen Pressluftbohrer von der Baustelle, oder? Dann benutz ihn! Okay. Mach mal das hier kaputt mal. Ja, ist ja kein Problem. Kann man das auch kaputt machen? So, wo ist mein... Da. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, machen wir das alles mal kaputt hier. Komm her, jawoll. Glaubst du an diesen Sternzeichenkram? Nö. Liegt aber wohl daran, dass ich Fisch bin. Alter, wie schlecht. Aber ich glaube auch nicht an diesen Sternzeichen-Quatsch. Sehr gut. Ich fahre den Laster nach hinten. Sehr gut. Weg mit dem Laster hier. Jawoll. Und jetzt kümmere ich mich um den Kran. Hab ihn wohl etwas ramponiert. Halt deine Augen auf. Falls wer kommt, kümmere dich um ihn. Oh, Polizia! Ja, und die müssen wir uns natürlich jetzt kümmern, ja klar. Na, wie fühlt sich das an, wenn ihr mal die Handschellen abbekommt? Sag mal, und der letzte noch, jawoll. Wohl trainiert, Jimmy. Auf jeden Fall funktioniert dieses Ding jetzt wieder. Wir müssen das Dach der Sternwarte aufkriegen. Aus dem Vordereingang kriegen wir das Teleskop jedenfalls nicht raus. Kein Problem, haben wir hier einen Schlüssel und den rein ins Loch hier. Den Sicherungskasten. Die Kabel gehen zur Kuppel. So, aua. So. Natürlich, erstmal aufmachen, ein paar Mal mit dem Hammer draufschlagen, dann geht das alles schon wieder. Jawoll. Hey, nicht schlecht, Mann. Wunderbar, Rex. Jetzt müssen wir nur noch das Teleskop auf den Laster laden und uns schnellstens vom Acker machen. Komm schon. In den Kran mit dir. Yeah, lahm auch noch schnell auf. Gar kein Problem, yeah. So. Komm her. Jetzt hinten auf den Laster damit. Nach hinten ausgerichtet. So können wir die Polenta schon meilenweit kommen. Gut. Und jetzt in den Laster mit dir. Ja, okay. Wunderbar ist. Und den Kran, den lassen wir da stehen, oder? Okay, dann wäre das auch schon geklärt. Sehr gut. Was war denn das jetzt für ein absolut ultra sexy Standbild? Oh ne, ich werde verfolgt, oder? Ja, ich werde verfolgt. Ich muss ihm zum Übergabeort folgen, verdammt. Okay, kriegen wir hin. Einfach ein bisschen Gas geben hier, sage ich jetzt mal, dann kriegen wir das schon alles irgendwie hin. So, ein bisschen, jawoll. Ein bisschen weiter auf Zeiten hier mit dir, jawoll. So. Sehr schön. So, ich dränge die ganzen Bullen hier einfach mal schön gegen die Wand oder so. Jawoll. So, schön. Superbau da. Kann ich jetzt nicht bauen, leider. Habe ich jetzt keine Zeit für. So, immer schon ein bisschen Platz machen hier. Jawoll.
So. Ey! Sehr gut! So muss das sein. Wunderbarigst. Ah, ich drück den A-Knopf so fest, ich kann rein! Aber leider habe ich keinen Boost. Das wäre natürlich cool, wenn der LKW jetzt noch irgendwie ein Turbo hätte. Ah, geh mal weg da vorne. Ja, schon wieder ein Superbau, den ich noch nicht gebaut habe. Immer jetzt hat... Jetzt fange ich langsam an, die ganzen Superbauten zu errichten. Muss ja auch gemacht werden. So. Na, schön ums Eck. Oh yeah, die Kurve habe ich aber perfekt genommen. Oh yeah. Die Kurve habe ich perfekt genommen. Hier, schau das mal an hier. Das sind Skills. Immer ein bisschen hupen. Wer lauter hupt, hat den größeren Penis. Scheiße. Ah. Was? Nein, ich will... Nein! Bist du schon bei der Sternwarte, Chase? Oh, nee! Ich hab mich doch nur vertippt! Oh, ist das zum Kotzen! Oh, ist das zum Kotzen! Ich hab mich doch nur vertippt! Okay, ich muss wieder komplett zur Sternwarte zurück und das wahrscheinlich alles nochmal neu machen. Aber gut, ist jetzt halb so wild. Wahrscheinlich wäre da vorne schon das Ziel gewesen. Aber ich würde mal sagen, ist es halb so wild. Sehen wir dann einfach alles beim nächsten Mal. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Lego City Undercover für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.